Was halten Sie denn davon, dass die CDU jetzt aus der Türkei austreten möchte? Ja, ich halte da gar nichts von, weil das schon 20 Jahre ein Gespräch ist. Die CDU möchte ja jetzt mit einer Unterschriftenaktion gegen den Andreas Türk vorgehen. Mhm. Hältst du das persönlich für EU? Nein. Also nicht. Also nicht so persönlich. Und privat? Privat, okay. Privat wäre was anderes. Aber persönlich nicht? Nein. Okay. Und geschäftlich? Könnte auch sein. Aber wenn ich dich beruflich fragen würde? Wenn Sie mich beruflich fragen werden? Naja, das weiß ich noch nicht. Der Herr Stoiber, der ist ja jetzt sogar mit einer ganzen Unterhosenlatte ganz populistisch in die Frau Merkel vorgedrungen. Was halten Sie denn davon? Ja, ich denke mal, da steckt auch was anderes hinter. Würden Sie sich an der Unterhosenlatte vom Herrn Stoiber beteiligen? Ja, mit wie viel Zentimetern? Ja, bestimmt mit einem Meter bestimmt. Du scheinst mir jetzt eher so eine Expertin im Thema Gesundheitswesen auch zu sein, ne? Ja. Die CDU möchte ja jetzt eine Kopftuchpauschale einführen, während die SPD mehr für die Börek-Versicherung ist. Was findest du denn, Köfte? Mit den Köpftücher. Eigentlich brauchen die doch gar keine Köpftücher. Also Börek-Versicherung. Ja. EU-Beitritt der Türkei. Mustafa Kemal, was getan werden? Ja, ich meine ja. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nee, das ist das Radio. So, und jetzt bin ich im Radio drin. Du bist jetzt im Radio. Das Studio ist direkt hinten drin. Wenn du genau da durchguckst, siehst du das Mikrofon? Ja. Du musst ganz genau gucken. Ja, ich sehe das. Genau, da ist das Radio. Und ansonsten machen wir gerade versteckte Kamera. Aha. Die Kamera ist aber da vorne. Aha. Ja? Okay. Gut, tschüss. Die Engelkes. Starke Frauen gefragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute: Schönheits-OP. Ich lehne die bekackten Schönheitsoperationen aus ethischen Gründen grundsätzlich ab. Geschlechtsumwandlung, da können wir drüber reden. Hör mir auf mit Schönheits-OPs, ja? Wenn ich dicke Tüten haben will, dann klaue ich die noch einmal vor dem KDW. Geil. Ich war ja mal bei einem Schönheitschirurgen, um mal zu überprüfen, was da so möglich ist. Und dann malen die ja mit Filzstift die Stellen an, wo sie meinen, dass man was machen müsste. Der hat 3 Filzstifte leer gemalt. Nur fürs Gesicht. Guck's einfach. Ich finde es ganz schlimm, dass es heutzutage so viele Frauen gibt, die sich Schönheits-OPs unterziehen. In was für einer Welt leben wir denn? Kommt es wirklich nur noch darauf an, die schönsten Lippen, den knackigsten Po und die straffsten Brüste zu haben? Zählt Geld denn gar nicht mehr? Also, wenn ein Mann wirklich mehr auf eine Frau mit Silikonbrüsten und aufgespritzten Lippen steht, als auf eine Frau, die zu ihrem Körper steht, dann finde ich, ist das eine ganz, ganz arme Nummer. Ja, Jochen, du bist damit gemeint, du blödes Schwein. Übrigens, deine Playboy-Sammlung, dein iPod habe ich bei eBay verscherbelt. Ja, du Schwachmat. Mein Freund hat mir zu meinem 16. Geburtstag eine Brustvergrößerung geschenkt. Dann habe ich mich aber falschrum auf den Operationstisch gelegt und als ich zurückkam, war mein Freund total enttäuscht.